ganz großer Spaß für Jung und Alt ist auch der Wallflip natürlich. Da ist hier der Aufbau allerdings nicht ganz unentscheidend. Wir haben hier eine Weichbodenmatte drunter gelegt und oben drüber feste blaue Matten. Es eignet sich wahrscheinlich aber auch Niedersprungmatten sogar noch besser, weil die einfach beim Absprung mehr ermöglichen. Ganz gut für den Anfänger ist hier das Brett an der Wand, dann wird die Sache einfacher. Also, so, okay. Schauen wir noch einmal ein bisschen langsamer an, dann sage ich drei Worte dazu. Okay, man braucht natürlich Anlauf und jetzt ist hier, man sieht natürlich deutliches Einsinken, weil eben eine Weichbodenmatte drunter ist. Da muss man ja immer abwägen, haben die Leute mehr Schiss, wenn keine Weichbodenmatte da ist? Oder ja, muss man einfach wissen, ob man nicht doch lieber einfach Niedersprungmatten nimmt, die mehr Absprung und bessere Landung erlauben. Also wichtig hier die Entfernung zur Wand. Die darf nicht zu gering sein. Wenn wir uns mal den Körperschwerpunkt anschauen, der ist hier. Der möchte eigentlich jetzt nach oben gehen und nicht so sehr nach vorne. Klar kommt da noch ein bisschen was, aber man sieht auch deutlich, dass die Hüfte sich nach vorne bewegt. Das ist irgendwie in etwa so eine Geschichte. Muss sie auch. Dann kommt hier, für den Kollegen als Linksspringer, kommt hier das rechte Bein auf der Schräge und das macht die Sache einfach wesentlich einfacher als eine blanke Wand. Und dann sieht man hier, geht es nach oben und wichtig, der Druck der Beine hier, der sollte nach unten kommen. Ist klar, damit ich in die Rotation reinkomme und hier entsprechend. Also schön nach unten drücken. Kopf zieht nach hinten, Arme ziehen nach hinten und jetzt wichtig, die Haxen werden angezogen. Das sieht man hier ganz schön. Kopf tut sich fast nichts, aber die Beine machen einfach richtig Arbeit. Und dann komme ich relativ gut rum. Geht auch mit der Hilfeleistung. Zwei Leute stehen sich rechts und links des Bretts gegenüber, schauen sich an. Man läuft mit zur Seite ausgestreckten Armen und legt diese Arme den Kollegen auf die Schulter, die dann die Arme festhalten. Kann man auch fast in jeder Altersklasse mit der Hilfeleistung machen.